Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil der Silence-Demo. Oh, verdammt. Rini, geht's dir gut? Na toll. Rini! Super, jetzt hängen wir hier also fest und... Betonplatte. Schwefelartilleriefeuer. Ich hatte die Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Okay. Na komm. Nein. Komm, ich streng dich an. Ah, sehr gut. Rini! Wo bist du? Divisionen in Bereitschaft. Mit gedrückter Leertaste oder mittlerer Maustaste kannst du alle Sachen anzeigen lassen. Ah, wie gut, dass es den Fernseher nicht erwischt hat. Da ist der Esel. Oh, Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Dann haben wir hier auch noch eine Betonplatte. Na komm! Rini! Oh, Gott sei Dank. Die Socke. Mit der ich Spot gespielt habe. Sieht aus wie das Ei, aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Nicht ernsthaft, oder? Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Machen wir sie mal aus. Leiser, verdammt! Im Kampf gegen die dritte große Geh endlich aus! Ah, sehr gut. Doch nicht. Rini! Das hat nichts verändert. Tja. Schluss jetzt! Oh. Was ist das? Woher kommt dieses Licht? Okay, klettern wir einfach mal hoch. Wo ist jetzt denn Rini? Hätten wir da unten noch irgendwas machen können? Und ist das echt Spots Ei? Was? Was ist das hier? Wieso liegen hier lauter Dinge aus Silence herum? Träume ich das oder was? Da hinten ist sie. Oh, ist total schön hier. Ich komme. Bleib, wo du bist. Da runter. Zirkuswagen? Alter Wohnwagen. Ich meine natürlich Sedgwicks alter Wohnwagen. Warum ist das alles hier? Ist das wirklich der Kessel von Sedgwicks Opa? Und das hier? Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Sollten wir echt auf einen runden Globus springen? Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Na gut. Da könnte ich drauf springen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini. Oh, nein, 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 nein. Nein, andere Richtung. Andere Richtung. Verdammt. Verdammt, ich kann die Maus nicht mehr halten. Boah, ist das schwierig.
Oh mein Gott. Oh Gott. Nie wieder Balance halten. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Sedgwick. Nun gut, was haben wir hier? Die Schirme. Dass Rini unbeschadet hier rausgekommen ist. Allerdings würde ich mich wohler fühlen, wenn ich wüsste, was da draußen ist. Warum sind wir eigentlich nicht hier oben drüber gehüpft? Was? Was ist das hier? Nebel? Da, Rüstung. Rini, was machst du? Nein, bleib stehen! Rini! Okay, wir müssen die Rüstung rüberziehen, oder? Oh, war das jetzt gut? Oh nein, bitte keine Balance halten. Das hier ist nicht real. Das Einzige, was wirklich real ist, ist Rini. Aber sie ist doch auch hier. Ah. Na los! Hinterher! Oh, wir haben es geschafft. Sind wir jetzt irgendwie als nicht als Sedgwick, als Noah in Silence? Okay, ich bin gespannt. Wow, wie im Traum hier. Wer bist du denn? Na toll. Wo bin ich hier? Das Licht, die Farben, der Duft. Das hier ist Silence. Wow, was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück! Oh, verdammt! Sei still und versteck dich! Schnell! Was? Was war das denn? Puh. Gut gemacht. Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst... Der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Wir waren da drin. Okay. We shouldn't stay here. The only certain thing is death. If only the king would recover. Because if he did, so would Silence. Try to remember and be who you are. You were the king of Silence. This story is your story.
Are you able to do the right thing this time, Sadwick? Wow. So viel also zur Demo von Silence. Schreibt mir doch bitte in die Kommentare, wie euch das Ganze so gefällt. Also ich finde, es macht richtig, richtig gut was her. Ich freue mich da schon drauf. Ihr seht's ja, der 15. November. Und dann werden wir auf jeden Fall das Ganze zusammenspielen. Denn ich werde das Ganze streamen und bin natürlich froh, wenn ihr mit dabei seid und mir bei dem ein oder anderen Rätsel zur Seite steht und bei der Rettung von Silence. Bis dahin, ciao, ciao.